Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Greedfall. Wir sind gerade auf der Suche nach dem Rebellenlager. Und ich denke, wir haben es gerade gefunden. Wir hätten auch drüber reden können. So ist es jetzt nicht. Take a potion if you want to cast more spells. Klonku is a rechnestiri. Let's see if you can ward off this fate. A patrol. We're close to the target. Das war nur eine Patrouille. Sie hätten ja auch erstmal fragen können, was wir hier überhaupt machen. Wer wir überhaupt sind, ne? Oh, ich hasse diese Fledermausviecher. Ist da ein Durchgang? This obstacle was deliberately placed here. I think we're on the right track. Their camp must be nearby. We must find a way to pass. Das war ja cool. Das sah schon so komisch aus gerade. Da steht schon wieder. Then let's go! Take a potion if you want to cast more spells. Let's see if you can ward off this fate. Ich fühle mich irgendwie so blöd ohne, seitdem ich keinen Mantel mehr trage, ich weiß auch nicht. Was war das denn für ein Geräusch? Finally, here's the camp of the rebel natives. The standing men called themselves Donaya Exregau. Please, let's try and talk to them. Okay. I do not want to fight with my brothers without trying to reason with them first. Alles klar. Jetzt habe ich endlich mal eine Reaktion von dir, Siora, die ich nachempfinden, also die ich wirklich nachempfinden kann. Hello. Don't worry. I come in peace. I only wish to speak to your leader. I am the leader of this camp, Renaixe. And whom might you be? My name is Desarde. I'm the legate of the merchant congregation. The congregation? Are those the Lugeid Blau? The yellow eyes? It's possible, yes. We live in the city south of the island. That's right. We hold no grudge against your people. Talk. I'm listening. I have come to speak to you about your attacks against all those who take the road to Hikmet. The Lions only got what they deserve. They have captured many of our people. We must release them. That's the price of war. If you fight, you risk men being taken prisoner. I am not talking about warriors, Renaixe, but villagers kidnapped in our villages. They mainly attack on all Menawi, those carrying the mark of the bond like you. They capture them, and we never see them again. We don't know what they are doing to them, but we are going to release them. I see. But our merchants have no role in this. They are not warriors, so why kill them?
They brought food and weapons back to our enemies. We could not let them pass. If your merchants had fled, we would not have pursued them. But they resisted. So they do it. Klingt logisch. The city of Loyans is no longer to receive food or weapons. Nothing. In that case, I'm sorry to tell you that you've failed. The road is not the only way to transport goods. Many things are transported by sea. Listen. If what you told me is true, I fully understand why you're fighting. I'm even ready to help you clear up these disappearances. As long as you spare our merchants. You no longer need to worry about it. That was our last attack. Our troops are ready. And soon we will make the Loyan pay for the harm it has brought upon us. What are you talking about? Soon, the Donea Egtregau will march together, and we will free our brothers. Ich könnte... Ach so, ich könnte jetzt die Rebellen angreifen. Oder ich könnte gehen, oder? Ich kann gehen, oder nicht? Ich meine, ich bin ehrlich. Erstmal, what the fuck, wir tragen das Zeichen der Bindung. Schön. Merken. Oh. Ich könnte sie jetzt angreifen. Und dann würden sie nicht gegen diese Löwen ziehen, um ihre Leute zu befreien. So. Ich könnte es aber auch sein lassen, weil auf eine Art sind sie im Recht. Denn sie wollen nur ihre Leute wieder haben, ne? Also, ich gehe einfach mal. Ich gehe. Can you guarantee that our merchants will now be able to take this road without risking their lives? I always keep to my word. The time for small attacks is over. Now is the time of war. I'm afraid you're heading straight into a massacre. But since you promised me that our caravans will be spared, I have fulfilled my mission. Go in peace. We should prepare ourselves. Ja. Ach, jetzt sind sie weg. Meine Jüde, nee. Wo kam ich denn jetzt her? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Oh, schon wieder. Das Wasser sieht so komisch aus. Ich gehe da jetzt mal nicht ran. Ich habe keine Lust, in einem Bug zu versinken oder so. Nee, lieber nicht, lieber nicht, lieber nicht, lieber nicht. Jetzt müssen wir den ganzen Weg wieder zurücklatschen. Das ist ja blöd. Oh, guck mal. I hope I will not regret letting them go. They are so full of hatred for the Alliance. The Donea Egtregau fought, as my mother did, to free our people from the Loyans. And now, they are ready for a great battle. I hope they will not end up like my clan. I have to admit that the story of this attack is concerning. We should talk to Captain Reinhild about it. We can also inform him that the convoys will now be running smoothly. Ich muss hier lang. Das ist ein bisschen irritierend gerade. Ach so, mit Konstantin reden. Ja, ja, jetzt ich war gerade am gucken, was das da oben ist. Ach, das ist unser Lager. Ja gut, aber den Rest, den kann ich jetzt auch laufen. Können wir uns wirklich dran vorbeischleichen? Ich will das mal ausprobieren. Ach, die sind tot. Das hätte funktioniert. Scheiße. Ah, ich hätte mich vorbeischleichen können. Das hätte voll funktioniert.
Gott, ich bin manchmal so verpeilt, ne? Hello, Captain. Your Excellency, what can I do for you? I managed to trace the rebels who attacked the caravans. They will no longer be a problem. You eliminated them? No, it was not necessary. But you must know that this group is part of a much bigger army. An army that is ready to go to war against Hikmet. We have been at war with the rebels for a long time. They did not speak of skirmishes, but of a pitched battle. They want to free their imprisoned comrades and will stop at nothing to do so. This is terrible news. We must prepare the troops immediately. I'll send a message to Governor Buren. Thank you for warning us, Your Excellency. You've given us a chance to resist their assault. I know it's not much, but I hope you'll accept this as a token of gratitude. Thank you, Captain. Schön. So, dann wollen wir jetzt mal gucken, was haben wir denn jetzt noch? Ach so, komm, wir können hier jetzt schon wieder. Und dann gehen wir jetzt einen hier rauf. Und nochmal einen auf Magie. Und hier habe ich nichts, hier habe ich auch nichts. Ach, ich wollte genau. Genau, ein aufstrebender Händler, den habe ich noch vor. Da habe ich jetzt Jora dabei und Vasco nehme ich auch mit. Das passt so. Ich muss mir unbedingt neue Klamotten. Ich muss unbedingt zu so einem Schmied oder so. Man kommt hier überall hin. So, da will ich hin. Jetzt warten wir wieder. Was hat denn dieser Händler eigentlich zu verkaufen? Ah, guck mal. Ich würde mal gerne was auf Rüstung gehen. Oh Gott. Ui. Ai, ai, ai. Hier. Wie viel Geld habe ich eigentlich? Ich muss mal gerade, wo ist das mal? 8080, alles klar. Das ist nicht gut für mich. Nein. Das ist hübsch. Nein. Hä? Das, was ich jetzt gerade anhabe, ist das Höchste. Schade, die sind so schöne Sachen. Oh, hier. 34, 37. Dann kaufe ich die 37. Alles Willenskraft, okay. Oh, wir können endlich einen Umhang tragen. Yeah. Wir haben hier eine Sonne drauf. Ach so, Priesterumhang. Gardenumhang, der ist einfach nur schwarz und zerfleddert. Oder Händlerumhang. Ach, sie sind alle schön. Ich glaube, ich nehme den blauen. Ich weiß nicht, ich finde das einfach schön. So, dann haben wir hier Stoffe, Fallen. Habe ich nicht Zutaten.
Brauche ich auch nicht alles. Achso, Waffen, genau. Jetzt wollte ich nach den Waffen nochmal gucken. Inquisitorring. Ach mein Gott, ich kann auch magische Ringe kaufen? Wie geil ist das denn? Okay. Blau ist wohl 132. Ja, der hier 138. Okay. Aber man kann jetzt auch zum Beispiel das Höchste kaufen. Das wäre dann jetzt hier bei mir der Inquisitorring. So. Er hat 171 magischen Schaden. Betäubung von göttlicher Magierin mentale Kraft. Der kostet 287. Und wisst ihr was? Den gönne ich mir jetzt auch. So, und jetzt gönne ich. Pferdchen. ...560. Ach, das ist Zweihand. Mhm. ...263. 176. Upsala. 176, 224. Ach mein Gott, wieso rutsche ich denn andauernd immer wieder? Ich glaube, das ist jetzt hier so das so. Ach, das ist so süß. 247. ...315. Nimm das. Wie kostet das überhaupt? Ja, gönne ich mir. Ah! Ich kann es gar nicht haben. Beweglichkeit 2. Beweglichkeit. Ah, guck mal, hier muss man jetzt gucken. Beweglichkeit. Stärke. Okay, ich kann da nichts von haben. Ach. Okay. Stahlstilett. Guck mal, das Entermesser kriegt, kann er kriegen. Ach, soll ich die jetzt besser ausrüsten? Eigentlich würde ich ja lieber mehr auf Klamotten gehen, ne? Bei denen. Schwierig jetzt. Ich kann nicht. Kurt. So, wir gucken mal jetzt hier nach Klamotten. Gerüsteter Wams. Ja, guck mal hier. 90. 104, 196. Ja, das finde ich aber nicht schön. Alte Teleme Kriegsrüstung. Hm. Das finde ich zum Beispiel sehr hübsch. Die ist natürlich noch besser hier, aber ich finde, das passt nicht so zu ihm. Bleiben schon hier bei dem. So, komm, ich gebe das Geld jetzt mal da aus. Hm, falsch. So. Boah, sind das hohe Schuhe. So, jetzt könnte er rein theoretisch. Nee, er kann keinen Umhang haben. Ein Helmchen noch.
Boah, ich finde den mit Helmen so. Ich finde die mit Helmen immer so kacke, die Leute, ne? Aber das reicht auch. Ich habe ihn jetzt erstmal aufgepitcht. So. Oh, wir haben Umhang. Oh, es flattert so schön. So, wir haben ihn jetzt erstmal aufgepitcht. Das heißt, der nächste wäre dann einer von den anderen. Und dann kriegt dann jeder auch mal immer so eine Waffe und so. Ich guck dann. Jetzt gerade nicht da so zu. So. Wir müssen... Hier lang? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Das sieht auch gleich viel edler aus, ne? Jetzt habe ich auch kein Problem mehr damit, dass ich keinen Mantel trage. Versuch's mal hier. Ob ich richtig bin, sehe ich, wenn das Licht angeht. Könnte richtig sein. Könnte aber auch sehr falsch. Oh. Ich glaube, wir sind definitiv. Oh, da ist noch was. Erstmal schön Lager machen und dann. Ich glaube, wir sind richtig. Ich weiß nicht. Mein Gefühl sagt mir das. Ich hätte mir immer so Sequenzen gewünscht, wenn man hier das erste Mal in so ein Dorf reinkommt, weil wir sind ja schon fremd, ne? Und wir gehen hier einfach so bei denen durchs Dorf, also... Hätte ich mir immer so eine Sequenz gewünscht, wo die Leute so, oh, was? So irgendwie komisch reagieren oder so. Berti Dumad, I am Ulan, chief of the village of Ignamri. You have a peculiar face. And it looks familiar. I didn't know that people from the continent could bear the mark of the Onol Manawi. To what do I owe the pleasure of your visit? I met a member of your clan in New Serene, a merchant. Oh, so you are the strange Onol Manawi, who helped and saved our hunter. I am very grateful to you. May the trees along your path always bear fruit. I knew the Renaikse could be good. And you proved to everyone that I was right. You are someone that the kings of the Renaigse respect and listen to, are you not? As the legate of the congregation, it is true that I can talk to all the governors of this island. That is what I thought. I need your help to talk to the leader of the great city of Hikmet. About what? I want to meet him to offer a peace treaty between his clan and mine. The Sisaignameis. Many kings want to chase the Renaigse away from the island. Especially the kings of Hikmet. But I know we could learn many things from them. And we could arrange a great deal. I see. I can indeed talk to the governor about your desire to make peace. If you do talk to him, can you also tell him that one of my clansmen has come to trade with his town? I sent him some time ago, but I was told that the soldiers did not let him in. He fears for his life, because some other clans do not look favorably on exchanges with the Renaigse. He could be attacked at any moment, alone on the road. Very well. I will make sure that he obtains permission to enter. Okay. Wir können da ihn aber noch was fragen. To what do I owe the... Tell me about your clan. We are called the Sisaignameis.
the bone blowers, because it is in our tradition to sculpt Moramil bones. These creatures are the great kings of the sea. The whole island knows of our artisans. We trade with other clans a lot. And we also trade with the Renaixe, of course. Anything else? Kann das sein, dass die... Ich habe da jetzt nicht so extrem drauf geachtet, aber kann das sein, dass jedem Clan auf der Insel... Also es ist ja ein Volk, aber jedes Volk, also aber die haben auch in dem Volk halt jeder, also gibt es auch Clans, also ne, dass aber jeder Clan eine verschiedene, also eine andere Gesichtsbemalung hat, weil die haben jetzt so eine schwarz-weiße und die anderen hatten vorhin, die wir getroffen haben, wo der Inquisitor dazu kam, die hatten so eine bräunliche. Ich glaube, Sioras ist nur weiß oder weiß mit rot. Ich bin mir jetzt nicht so sicher. What can you tell me about your village? Vignamri means the king's bones. It is a very ancient village. It used to be one of the largest on this island, before the people of the sea tried to take Tir Fradi from us. Some battles took place very close to here. Legend has it that this is the place where the first guardian fell. And that this is the reason why our village was given its name. After the battles came the abductions and the ransacking. People used to disappear frequently. We were taught to be cursed. But I changed all of that. And I gave our clan its prosperity back. Anything else? What do you think of people from the continent? Many of our people would love for all the Renaixe to leave, but I would not. It is thanks to them that I was able to breathe new life into Vignamri. They have a lot to teach us. The Lions have powerful weapons and very effective potions. The Lugeid Blau, your people, offer us very beautiful things in exchange for our pieces of art. Lugeid Blau? Is this what you call the congregation? It means yellow eyes, because there seem to be round yellow eyes on your flags. They are coins. And what does Teleme offer you? The men of the sun seldom come here, but their magic is powerful and so different from ours. I wish my brothers would understand how much we would benefit from an alliance with you. From making peace. Anything else? Nothing. I must go. Also das ist einer, der sich definitiv darüber freut. Also alle anderen haben was dagegen, dass die Insel mit Fremden bevölkert wird, aber er sieht da drin so was Positives. Er hat da so, sieht da drin einen Zweck, nämlich dahin. Nämlich, dass man viel lernen kann, dass es mächtige Waffen gibt, gute Tränke und so weiter und so fort. Also, man kann es so oder so sehen. Es ist natürlich die Frage, von wem der Krieg zum größten Teil ausgeht. Von den Ureinwohnern oder von denen, die das alles neu besiedeln wollen. Das natürlich von den Ureinwohnern ausgeht, dann ist ja. Was stehst du denn da oben so rum? Schäm dich. So, wir müssen hier mit den. Genau, Dingens reden. Ich habe immer noch Vasco und Ciora, das heißt, ich komme hier ran. Mal gucken, was er jetzt zu dem Friedensangebot sagt. Das mache ich jetzt eben noch und dann muss ich aufhören. Your Excellency. Lady de Sade, and to what do I owe this honor?
I met Ulan, the Boneblower's clan chief from the village of Vignamri. He is an open-minded man who holds great expectations of exchanges with the colonies. He would like to meet you to discuss a treaty, even an alliance. Ulan, you say? I have never heard mention of this name, but to finally have an ally among the natives could only be beneficial. That is excellent news. Still, I fear that I cannot leave the city. That would be taking too much of a risk. I doubt that Ulan will come to Hikmet. He is looking for an alliance, but he is not desperate. Such a gesture would be considered a sign of weakness by his clan. That is understandable, I suppose. Do they grasp the concept of emissaries? Do you think that solution might work? I think that might be possible. I'm sure he would understand that you could not come to see him in person for the same reason. Excellent. Finally, some clear skies in our negotiations with the natives. My right-hand man will then go to this village to finalize an agreement with King Ulan. I'll be there too, to make sure everything goes according to our plans. There is another matter concerning the same village that I would like to bring to your attention. A wandering merchant, member of the Ulan clan, is being kept in your outpost. Can you authorize his entry into the city? I see no harm in that. This merchant is certainly not a threat to us, and he might even prove useful if the negotiations with his clan should take a foul turn. Here, please be so kind as to give him this letter of passage. If he presents it to the guards, they will let him in and he'll be able to establish his stall in town. I thank you. I hope to see you again. I have to go. Look forward to seeing you again. Farewell, my lady. Gut. So, ich muss mich jetzt aber verabschieden. Tschüssi, bis zum nächsten Mal.